ein bisschen Kunst und auch ein bisschen Gartenarbeit. Wer hat keine Sehnsucht nach frühlingshaften Aktivitäten? Und dann natürlich mit seinen besten Freunden die Scheiße vom Winter auszubügeln und dann noch den Hund auf die Reise schicken. Ja, ja, der Hund, der das Tor schießt, der heißt Charlie. Und wir sind das Team Rabenfront. Und das heutige Derby wird präsentiert von Unterstützern des SV Aufbau Pirna Kopitz. Der längste Schiedsrichter der Welt. Thomas Haufe ist natürlich auch dabei. Mindestens 2,10 Meter. Er hat sich gerade neue Maßhemden anfertigen lassen und braucht noch mindestens 10 Spiele, um da reinzupassen. Joa, der kleine Bauchansatz verrät vielleicht warum. Der Winter war halt sehr, sehr lang. Und sehr, sehr lang sind auch die Erfolgsserien von beiden Mannschaften. Birkwitz-Pratschwitz noch kein Spiel verloren. Und auch die Gastgeber Aufbau Pirna Kopitz die letzten 10 Spiele nacheinander ungeschlagen. 5 Kilometer trennen die beiden. Und Birkwitz-Trainer Thomas Hähnel, ja, der Erfolgstrainer, der vor jedem Spiel die richtigen Worte findet, auch wenn er heute nicht so guckt. Sieht aber einen richtig guten Beginn seiner Mannen mit dem Spieler, der sogar älter ist als er. 54 Jahre alt ist er hier. Berger, seit 50 Jahren im Verein, bei jedem Training dabei. Er wurde anfangs auf 68 Jahre geschätzt, weil es auf seinem Pulli steht. Also Geburtsjahr 68. Die Gastgeber dann mal Freistoß Mario Nemitz. Doch kein Problem für Torwart Ringo Herzig, auch wenn er ihn kurz aufhoppen lässt, dann will er vielleicht seine Gegenspieler irritieren, weil er zeigt heute ein Bombenspiel vor über 200 Zuschauern. Die sehen dann mal eine gute Aktion von den Gästen. Co-Trainer Christoph Rebisch auf Max Greulich. Der trifft nur den Pfosten. Der Mann mit gefühlt 3 Meter langen Beinen. Im Training will deshalb keiner gegen ihn spielen. Ist Taxi für alle Spieler, die kein Auto haben. Ein richtig cooler Typ. Das Spiel geprägt von vielen Standards, neben und auch auf dem Feld. Freistoß Martin Keller und Patrick Jochmann, alla Zlatan Ibrahimovic. Macht er nicht. Schade, schöner Versuch. Gazellenartig läuft er da weg. Vielleicht noch ein bisschen mehr Taekwondo üben. Dann geht das nächste Mal etwas gezielter und vielleicht auch höher hinaus. Andere Seite, wieder der gute Co-Trainer Christoph Rebisch zu Alexander Frank Koschmieder. Doch der drischt den Ball 5 Meter drüber. Und ja, irgendjemand hier freut sich jetzt nicht, weil die Hose ganz schön dreckig ist. 40. Minute, wieder Co-Trainerpass. Und diesmal Alexander Frank Koschmieder zum 1:0. Standhaft für die Hocke. Hier rutscht er nicht weg, setzt sich dann hin, warum auch immer, ob das auch eine Standardsituation außerhalb des Spiels imitieren soll. Ich weiß es nicht, will es mir aber auch nicht vorstellen. Plötzlich Regen und Aufbautrainer Michael Wolf, der hat ja mal 4 Jahre für Birkwitz in der Bezirksklasse gespielt. Noch nicht so ganz zufrieden mit seinem Mann. Patrick Jochmann mit dem Freistoß und dann kommt Slapstick. Thomas, das ist doch kein Elfmeter. Ich weiß, du bist ziemlich weit oben und siehst es vielleicht nicht ganz. Aber was da Max Weigel und Philipp Hopfe machen, vor allen Dingen Philipp Hopfe, er fädelt einfach nur ein. Ist eigentlich ein Stürmer vor meinen Augen. Zack, da so ganz leicht. Und ja, egal, es gibt Elfmeter. Und Kevin Tamme, der wird nur Tamme der Niedliche genannt, vergibt, weil Inge Herzig das Ding hält. Nicht gut geschossen von Kevin. Kam in der Winterpause zurück. Rutscht auch leicht weg. Ja, ja, der Platz. Aber die Kanone im Tor da hinten lässt sich zu Recht feiern. Abschlag John Hartmann. Der Ball kommt irgendwie direkt zurück. Oliver Rehbein kommt hier an den Ball und läuft und läuft und läuft und schießt daneben. Strahlemann Rehbein müsste manchmal ein bisschen Zielwasser trinken. Aber cooler Typ, immer gute Laune, fast so wie der mega motivierte Trommler hier. Das ist der Takt der Kreisklasse. Nicht schlecht, oder? Dann abseits verdächtig in meinen Augen. Klar, aber Inge Herzig ist da. Reicht, super Parade. Der Sohn von Kreisliga-Schiedsrichter-Legende Netzer, Martin Keller, hier schon wieder gescheitert. Der angehende Rettungsschwimmer hat es auch schon mal besser gemacht. Vielleicht so wie Alexander Frank Koschmieder.
Marco Schmieder macht das hier auch super. Sein 28. Tor im 16. Spiel. Geile Bude. Was für eine Quote. Und natürlich auch die Entscheidung. 2:0 die Führung für die Gäste, für den Tabellenführer. Ganz ehrlich, sehr schmeichelhaft. Aber John Rambo, das im Tor besser kann, zeigt er hier nochmal, was für eine Pranke von John Rambo Hartmann, nachdem Rick Robin Bartsch, der andere Spieler mit den drei Vornamen, hier nochmal einen schönen Volley hinlegt. Aufbau Pirner Kopitz verliert gegen den SV Birkwitz Pratschwitz in einem tollen Spiel. Dieses Kreisklasse-Ding war schon fast Weltklasse. Der Platz gibt natürlich auch nicht den Fußball her, den wir gerne spielen wollen. Aber umso besser ist natürlich, dass die Jungs das heute angenommen haben. Und hier zählt Kampf und Wille und Leidenschaft. Und das haben sie heute gebracht und auch in den vergangenen Spielen. So gewinnt man auch die Spiele heute hier, die ja, auch mal knapp sind. Schade mit dem Elfmeter kurz nach der Halbzeit. Müssen wir bloß reinmachen. Dann wird das wahrscheinlich ein anderes Spiel. Wird es kampfbetonter nochmal. Und wenn wir dort dann einfach nochmal einen drauflegen, dann geht es vielleicht andersrum aus das Spiel. Wir hatten jetzt 10 Spiele ungeschlagen in Folge. Jetzt gab es einen kleinen Dämpfer, aber nächste Woche machen wir dann weiter, wo wir aufgehört haben vor dem Spiel. Und dann denke ich mal, dass wir dann nochmal oben angreifen wollen. Es ging darum, das Ding anzunehmen, versuchen halbwegs ein bisschen spielerisch was auf den Platz zu bringen, aber war schwer. Und von daher hat es die Truppe gut gemacht, ja, hat sich ins Zeug gehauen und ich denke auch verdient gewonnen im Endeffekt. Auch die SG Schönfeld hat sich ins Zeug gelegt und 2:0 bei Pesterwitz 2 gewonnen. Sie bleiben Birkwitz-Pratschwitz auf den Fersen in der Tabelle. Was bleibt's euch noch zu sagen? Schöne Grüße aus der Kreisklasse und nächste Woche nicht vergessen, vielleicht kommt endlich der Frühling und die Eiersuche. Geile Woche euch, euer Team Ramford.